Vorschau Frequent Traveler TV heute am 20. Juli 2023 wieder eine frisch gepresste Sendung für euch. Wir haben heute wieder zwei Themen, die quasi wie das Murmeltier grüßen. Aber lasst uns auf das erste Thema eingehen und das ist die Kerosinsteuer. Die Bahn ist dem Flugzeug auf vielen Strecken unterlegen, deshalb fordert Greenpeace jetzt eine Kerosinsteuer. Ich meine, man hat sich das angeguckt, die Bahn ist auf vielen Strecken teurer, aber auch langsamer. Und auch unangenehmer, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, trotz Sicherheitskontrollen. Deshalb die Frage des Tages, nutzt ihr die Bahn anstatt des Fluges? Kerosinsteuer, ja oder nein? Und wenn ja, dann wie hoch? Weil Greenpeace sagt zum Beispiel 50 Cent pro Liter. Und vor allem, warum eine Kerosinsteuer? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Dann geht es weiter mit dem Thema Emirates 777X hat wohl doch noch mehr bestellt, der Kollege vom Golf. Akia storniert A330er Neos und will für die Planung der Bordküchen nicht zahlen. So geht das ja nicht, ne? Und dann, das ist das Murmeltier Nummer 2, das wir haben. Handgepäck muss eingecheckt werden, so sagt es zumindest die Fluggesellschaft, den Passagier, und der macht nichts anderes als einen dummen Kommentar, was natürlich komplett Banane ist. Aber ihr werdet feststellen in der Sendung, was er gesagt hat. Dann haben wir von Avianca Live Miles wieder eine alte klassische Runde, dass die Premium-Kabinen, ja, die Premium-Kabinen wieder nicht buchbar sind. Lufthansa First Class zum Beispiel. Und das ist natürlich unangenehm, wenn man bei Avianca Live Miles einen verlässlichen Service haben. Dann haben wir weiter einen D-Zone für euch mit der Lufthansa nach San Francisco in der Business Class ab 1549 Euro. Und dann natürlich wie immer Beantwortung der Kanalmitgliederfragen und die Frage des Tages, wenn wir alles heute um 19 Uhr mit euch besprechen in der frisch gepressten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Also schaltet ein, 19 Uhr, ich freue mich auf euch. Also bis dann, ciao.